Die Freibadsaison 2022 nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Nachdem bereits seit dem 1. Mai das Südbad geöffnet ist, kann am Sonntag auch im Ostbad am Fuße des Jenzigs angebadet werden. Der erste Badegast darf sich um 10 Uhr über einen kleinen Sektempfang freuen. Das Schwimmbecken und das Planschbecken sind gefüllt. Die Wassertemperatur lag heute bei 18 Grad. Die Bädergesellschaft hat 13 neue Bänke im Ostbad aufgestellt. 7 Bänke sollen extra für Senioren gekennzeichnet werden. Heute waren die Mitarbeiter der Bädergesellschaft mit den letzten Vorbereitungen für den Saisonstart am Sonntag beschäftigt. Also wir sind soweit fertig. Das, was wir jetzt noch machen, sind wirklich die allerletzten Kleinigkeiten an Vorbereitungen. Also die Überlaufrinnen des Beckens werden noch geschrubbt, ein bisschen Unkraut gezupft. Ansonsten der Sandspielplatz hier noch vorbereitet, genauso wie das Volleyballfeld. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf Sonntag. Wir sind bereit und freuen uns, bei voraussichtlich wunderschönem Sommerwetter eröffnen zu dürfen. Ja. Das Ostbad lockt mit dem fast 50 Meter langen Mehrzweckbecken, in das man über die große Wellenrutsche hineinrutschen kann. Wer nicht schwimmen gehen möchte, kann sich auf der großen Liegewiese entspannen. Außerdem gibt es für die Kleinen einen großen Spielplatz. Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt. Geöffnet hat das Bad im Mai, Juni und September täglich von 10 bis 18 Uhr und im Juli und August von 9 bis 20 Uhr.